Mädels, ob ihr es glaubt oder nicht, aber ich habe es geschafft. Ich bin wahrscheinlich drin in Lost Ark. Yay! Gehen wir mal auf Starten. Jesus. Angriff mit Linksklick. Weiter. Anfangen. Ich sollte vielleicht den Ton demnächst anpassen, aber hey, wir sind in Lost Ark drin. Yay! Sorry, ich musste gerade meinem Schatz zurückschreiben. Jetzt habe ich keinen Ton. Ich könnte kotzen. Weil ich vorhin den Ton ausgemacht habe wegen der Warteschlange. Ach Gott, warte mal. Jetzt habe ich es übersprungen, oder? Das wollte ich nicht. Egal, wie komme ich jetzt da? Boah, das sieht so genial aus. Audio. Zurücksetzen. Bestätigen. Wo ist das laut? Ist das laut? Anwenden. Okay. Ah, okay. Nice. Okay. Ich tue mit der Maus gehen. Boah, schon krass. Ich habe doch einen Mann genommen, weil ich nicht gefunden habe, wem eine Frau nimmt. Die Mächte des Chaos sind erneut auf dem Vormarsch. Die Archen haben einst die Welt vor den Dämonen gerettet. Wir brauchen sie erneut. Versucht, den Folianten der Prophezeiung zu öffnen. Er wird den Weg weisen, den dein Schicksal für dich bereithält. Boah, sieht so geil aus, ohne Witz. Ach geh, okay. Ich muss wieder umstellen mit der Steuerung, ist ein bisschen. Da haben wir einmal den Berserker. Berserker setzen mächtige Großschwerter als Waffe ein. Pistolenlanzer setzen Schilde und Gewehrlanzen zum Bombardement ein. Und dann haben wir den Paladin. Der führt ein gesegnet ein Schwert. Ich glaube, ich nehme den Berserker, weil ich bin schon gerne derjenige, der. Let's go, my boy. Ich nehme den Berserker. Ah, da gibt es sogar ein Video dazu. Ja, nee, das tun wir uns jetzt mal nicht an. Bam, Alter. Monster beschwören. Testemenü. Was ist ein S? Q? Ah, ha, ha, ha. Bam, bam. Bam, badam, badam, badam. Ah, man kann sogar ranzoomen. Cool. Ein Boss. Bam, bam. Ja, hab dich auch lieb. Aua, aua. Nein, aua, 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 aua.
Was? Ach so. So, laufen wir mal hin, ne? Ja, ich glaube, ich bleibe. Schön. Jetzt gehört alles mir. Möge Regulus deinen gewählten Pfad segnen. Darf ich? Du wirst jetzt deine ersten Schritte auf der Suche nach der Arche tun. Arkesias Zukunft liegt in deinen Händen. Das Licht der Welt darf nicht dem Chaos anheimfallen. Warum habt ihr alle Angst vorm Chaos? Chaos ist nicht immer cool, aber... Oh. Des Lichts. Wir sollten lieber weiter. Hä? Gehen? Wohin? Alte Freunde treffen. Nach 500 Jahren des Wartens rufen uns die Sterne des Schicksals. Sterne des was? Komm wieder zurück, du alter Kauz! Für alt sein, aber noch ziemlich jung aus. Aber ich bin drin. Nice. Ach so. Beeilt euch, ihr Anfänger. Wir sind hier. Nächster Stopp Truhe. Das vergessene Land. Schön, schön. Kommt gleich, also steigt bitte noch nicht aus. Oh, verstehe. Wir heben ab, sobald sie ausgestiegen Nun sind. Nun gut, dann mal los. Endlich bist du hier. Hey du, komm mal für eine Sekunde her. Beschwerliche Reise, was? Ich werde es jetzt nicht alles vorlesen, das könnte vergessen. Du wirst es noch früh genug brauchen. Ausrüstung legst du aus deinem Inventar an. Nie für Inventar, war ja klar.
Okay, krass. Aber ich habe noch gar keine Quest, oder? Habe ich doch. Rüste die Waffe des Begabten, würde öffnen. Achso. Ups. Ich spreche mit Mambo, wo ist der? Ach da. Oder? Ich mag dich. Du hast den richtigen Blick für diese Aufgabe. Ja, toll. Haufen zum Vorlesen. Nee, da bin ich raus. Wow. Seht ihn euch an. Hilf mir, Abenteurer. Ja, und wie? Kannst du mir etwas Wasser bringen? Bin ich dein Bote oder was? Toll, jetzt darf ich Botenarbeiten machen. Ich dachte, ich bin Kämpfer, kein Bote. Vielen Dank. Wasser. Gutes Wasser. Ein Scherz? Okay. Versammelt euch alle miteinander. Könntest du mal aufhören, mich anzuschreien, du Affe? Sorry. Ich mag nicht werden. Einen Zahn zu. Bewegung. Ich bin der Anführer der Truhe-Expedition. Nenn mich Serka. Ich bin mir sicher, ihr wisst alle, dass Truhe als antike Stadt bekannt ist, die vor langer Zeit durch den Krieg zerstört wurde. Wir haben nur einzige Mission in diesem verfluchten Land. Ja. Schokolade aus der Hülle zu entfernen. Ha! Wir sollen den Schatz für die Priester finden, indem wir den Hinweisen folgen, die in der Stadt zurückgeblieben sind. Ihr seid alle ersetzbar, vergesst das nicht. Ich werde nicht zögern, jeden, der Unsinn oder etwas Dummes tut, konsequent zurückzulassen. Ist sehr netter Mensch. Hier sind die Karten, die von der Vorhut angefertigt wurden. Drücke Tab, um jederzeit deine Karte aufzudrücken. Tab, da oben. Drück ich, aber kommt nix. Behalt die Karte stets im Auge. Die Vorhut hat die Erkundung des Gebiets abgeschlossen, aber es gab... Boah, ist das gerade nervig. Ich will Obus... Hauptmann! Trolle im Lager! Verdammt nochmal! Also grafisch muss ich schon mal sagen, gefällt mir. Sehr gut sogar. Legen wir ein paar Trolle um. Ja, Trolle umlegen finde ich super. Okay, und jetzt kriegen wir auf die Nase oder was? Obwohl, es ist Prolog. Bewegung. Verteidigt das Lager.
Ja, jetzt bleib mal chillig, ja? Oh, oh, oh. Hi. Mal ordentlich aufs Näschen gehauen hier. Gibt's ja nicht. Komm her! Einmal auf die Fräse, Fräse, Fräse. What the hell? Ich bin kein Amateur, ja? Ich bin derjenige, der euch in den Popo tritt. Komm her! Bam, bam, bam. Komm her. Oh, schön. Gar nichts gemacht. Ich habe alle getötet. Welche Energieverschwendung. Das muss gerade du sagen. Ja, er muss mich langweilen. So viele Leute gestorben, nur weil ihr zu langsam wart. Frechheit. So. Sicher. Natürlich. Ziemlich furchteinflößend. Bitte. Könntest du das Messer weglegen? Nö, mir ist gerade langweilig. Ich leg's nicht weg. Ich bin nur unter Bedingungen freigekommen, dass ich euch nicht zur Last falle. Also muss ich auch meine Aufgaben erfüllen, richtig? Allerdings könnte ich ein wenig Hilfe gebrauchen. Würdest du mir zur Hand gehen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hey, überlassen wir den Priester jemand anderem. Wir sollten die Umgebung untersuchen. Hab ich. Hi. Tschüss. Vielen Dank. Es ist keine ernste Verletzung. Klar, deswegen hast du dich auch gerade gekrümmt wie ein Amsel. Ich denke, es ist bereits zu spät für diese Leute. Wie kommt ihr darauf, dass es zu spät ist? Ich entscheide, wann es zu spät ist. So. Aber ich muss sagen, leider teilweise schlecht synchronisiert. Es lauern weitere Gefahren. Wenn wir uns nicht auf das vorbereiten, was folgt, werden auch wir unser Leben verlieren. Das ist sad. Concha, das ist ein TP-Trank, den ich von Orden mitgebracht habe. Benutzt ihn nur, wenn du in Gefahr bist. Der rote Balken im unteren Bildschirmrand zeigt deine TP an. Wenn du keine TP mehr hast, ist dein Abenteuer zu Ende. Ich habe manchen schon den Trank verabreicht. Lass mich in Ruhe, kann ich vielleicht noch... Der Schatz ist wichtig, aber hier lebend rauszukommen ist wichtiger. Setze diesen Trank klug ein. Ja, ja. Klappe halten. Ich will... Oh, fuck. Ja, weil ich durch Satisfactory immer noch gewohnt bin, WASD zum Laufen zu benutzen und nicht zum... ja. Man weiß nicht, was passiert. Also sollten wir uns auf das Schlimmste vorbereiten. Ich will einen Boss battlen. Sammeln. Wir werden die Barriere durchbrechen und vorrücken. Hier, ich. Spring auf. Wir fahren den Fluss runter. Es
Es heißt, die Ruinen von Trua würden von den Göttern beschützt werden. Vorsicht, überall lauern Fallen und herabstürzende Decken. Das haben sie von Herr der Ringe geklaut. Von dem ersten Teil. Wow. Diese riesigen Statuen wurden nach dem Vorbild der Götter errichtet. Apropos Götter. Gott, davor habe ich schon ein paar getötet. Die Arche wurde von Regulus selbst gebaut. Das immer brennende Genesis-Licht. Die Arche beinhaltet große Macht. Die Macht zu schöpfen und die Macht zu zerstören. Genau wie ein Gott. Wüssten wir doch nur, wo sie steckt. Kannst du nicht mal aufhören zu quatschen, Priester? Er hat recht, wir sollten ruhig sein. Ich bin doch eh ruhig, du bist derjenige, der sich in seine Robe pinkelt, nicht ich. Ich bin derjenige, der draufhaut, nicht pinkelt. Aber wirklich, man. Hab's geschafft. Wow. Dieser Ort wirkt nicht normal. Ist mir egal, ich hab Bock. Wir sind wohl auf der richtigen Spur. Folge mir und achte auf den Weg. Dir folgen? Hey, bleib unten! Wieso seid ihr schon hier oben? Habt ihr euch gebeamt oder was hier? Cheater. Nee, die werden sowieso zuerst sterben. Wir müssen ihre Linien durchbrechen. Hi. Gerne doch. Aua, aua, aua. Das ist ein Boss, oder? Mehr Trolle im Anmarsch. Ja, mehr Spaß. Das nimmt einfach kein Ende. Nö. Rückzug sichern. Alle in Deckung. Ich geh nicht in Deckung. Bin nicht feige. Toll, ich kann gar nicht, oder? Ja, dann mach mal halt Party. Party hart. Dann reiß ich halt nur die Hälfte von euch den Kopf ab. Du hast die Brücke zerstört. Was ist mit denen, die auf der anderen Seite feststecken? Natürlich muss das sein, weil du Typ nämlich zu feige bist. So, Entschuldigung. So. Egal. Mach mal nachher. Hi. Verdammt. Die Steuerung teilweise, ne? Holzbrücke ist doch kaputt. Okay. Lul. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ach, halt die Klappe. Ich traf bloß eine rationale Entscheidung, um alle zu retten. Klar, um mich dabei zurückzulassen. Ihr habt es überlebt, oder nicht? Ja, es ist aber nicht dein Verdienst, du. Das scheint der Eingang zur Stadt zu sein. Außer man heißt Conchon und kann es öffnen irgendwie. Keine Ahnung wie, aber.
Priester. Was steht da? Im Zweifelsfall jagt es hoch. Ich darf fast hoch. So schnell du kannst, sobald sie scharf ist. Na, wie soll ich das machen? Achso, Nail. Wo ist die? Da. Gib mir die Bombe. Das Ding geht schnell hoch. Ich hoffe, nichts geht schief. Boom. Und rein da. Hahaha, es hat nichts gebracht. Na, putzig. Es bewegt sich kein bisschen. Das ist eine uralte Magie. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Es wird nicht funktionieren. Verdammt, dieser Stein rührt sich kein Stück. Gibt es noch einen anderen Weg? Oh oh. Ist die Frage, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Der Pfad ist offen. Nee, weiß, der ist geschlossen. Sicher ist er offen. Aber das ist auch wiederum nicht euer Verdienst. Okay, und jetzt? Jumping oder was? Ich stehe nicht so auf Springen. Ach nee, ich muss. Was ist das? Das, was ist passiert? Ja. Ich habe ihn geöffnet. Ich habe ein weißes Licht gesehen. Und bin hier durchgestritten. Betritt die Ruinen. Tschüss, Jungs. Schön war's. Nicht bei euch. Dieser närrische Priester. Ich kam extra hierher und hier ist nichts. Beruhig dich. Man wird dich rechtlich entlohnen. Du lügst mich besser nicht an. Dann. Weil das nur den Auserwählten angezeigt wird. Nicht irgendwen anders. was habe ich mir gedacht? Natürlich. Sorry, dass ich gerade so desinteressiert bin, aber... Die verborgenen Ruinen waren die ganze Zeit hier. Wie hast du das gemacht? Oh Mann, wir sind bald reich. Ist er bald tot? Das ist meistens so. Eine Truppe geht los. Zu irgendwelchen Ruinen, Tempeln, whatever. Wir sind da. Los geht's. Und am Schluss überleben bloß nur ein oder zwei. Ist ja immer so. Ich glaube, der Schatz ist dort drüben. Warum soll ich Tab öffnen? Nein. Wartet auf mich. Nö. Ihr habt vorhin noch nicht auf mich gewartet. Warum soll ich auf euch warten? Hm? Warum geht er nicht auf? Neil, hol mir den Sprengstoff. Das ganze Schlafzeug ist schon aufgebraucht. Ich vermute, es muss ein geheimes Gerät geben, das den Schrein öffnen kann. Wir sollten zusammen danach suchen. Ja, da bewegt dein Popo und sucht danach. Wahrscheinlich liegt eh wieder alles an mir. Tja. Rührt ihr irgendwas an, hau ich euch auf die Glocke. Achso. Anscheinend hat dieser Grünschnabel einen Weg gefunden. Irgendwie habe ich ein ganz mieses Gefühl dabei.
Ein ganz, ganz mieses Gefühl. Dahinter wartet nämlich meistens ein großer Boss, der uns wahrscheinlich gleich die Hucke verlaut. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht. Oh, dort! Der Schatz! Halt! Hände weg vom Schatz! Ich bin hier der Boss! Beiseite! Hört auf, ihr gierigen Narren! Schaut raus! Raben. Und ein Portal. Das habe ich mir gedacht. Ich habe ja gesagt, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Dämonen. Ja, Spielzeug zum Kaputthauen. Ganz viel Spielzeug zum Kaputthauen. Und ein Boss, oder? Das ist ein Boss? Egal. Draufhauen! Wir sind fast gestorben! Scheiß auf den Vertrag! Schnapp dir, was du kannst! Das war nicht der Deal. Wer das Schwert hat, macht die Regeln, Kindchen. Dann köpf ich dich. Nimm den Stein mit, sieht wertvoll aus. Nein, nicht anfassen. Idioten. Ach nee, echt? Hilfe! Ey, ohne Witz. Achso. Warum sollte ich ihm helfen? Ich kann doch so nicht sterben, bitte! Zu spät. Das ist der Preis der Gier. Er hätte mich vor uns sterben lassen. Hier, nimm diese Bombe. Zerstör damit die Falle. Also jetzt darf ich da reinrennen? Darf zu Stein werden? Nur weil du zu feige bist? Das ist ja auch mal richtig witzig. Das ist ein Portal, oder? Wohin führt diese Straße? I don't know, aber ich will's wissen. Rein da. Ich will rein da. Ach, muss ich noch mit dem komischen Typen hier reden? Gibt es nur noch uns beide? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Cool, ich darf da rein. Darkness. Light. It's not my friend. Richtung sollen wir wählen? Naja, wie wär's mal mit dem Irrlicht hinterher? Hm? Wow. War vielleicht nicht ganz die beste Option. Danke, Irrlicht, dass du mich. Geht es dir gut? Nö. Egal. Ich hab's überlebt. Du lebst. Komm, suchen wir einen Weg nach oben. Ich find's immer witzig, wenn sie sagen, wir. Es ist so dunkel hier. Ich kann nichts sehen. Erkennst du irgend? Du bist ein Priester. Mach dir Licht. Du wirst wohl wissen, wie man Licht macht.
oder? Hier drüben. Ich habe ihn gefunden. Nimm das und geh hoch. Morpheus. Eigentlich ein schöner Name für so einen ängstlichen... Endlich gefunden. Jetzt kommt ein Boss und haut ihn hin. Natürlich. Natürlich. Der Boss. Au. Könntest du mal aufhören, auf meiner Birne rumzutanzen? Ey, sowas finde ich echt nicht witzig. Hallo. Der hat aber eine Menge Phasen drauf, der nette, wunderbare. Au, sag mal. Kommst du jetzt? Ich hau dir die Schuppen von den Kopf. Du wunderbares, blödes Tierchen. Ha, tschüss. Da ich das Tierchen getötet habe, müsste die Schriftrolle jetzt rein theoretisch mir gehören, oder? Das Licht des Schicksals, das Ende der Welt erreicht. Zeigt der geflügelte Wächter den Weg zum Genesis-Licht. Red Moon. Wenn das Chaos des Abgrunds seine Augen erneut öffnet, wirst du dem Stolz der Löwen bis zum Ursprung folgen. Okay. Das Schicksal ruft nach dir. Auserwählter. Bin ich jetzt mit dem Prolog fertig? Immer noch nicht. Geht es dir gut? Klar, dass ich das nicht vorlese, aber ich hasse Quatschen. Ich bin mehr der Kämpfer, nicht der Quatscher. Na, tschüss. Aber sei versichert. Wir werden uns wiedersehen. Ich hoffe nicht. Sorry. Ich kann ihn nicht leiden. Was die mir für urgroße Hände haben. Ein gemeinsames Schicksal, du und ich.
Du bist der Böse, ne? Der Stolz der Löwen. Natürlich. Nicht warten lassen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Stimme so ziemlich immer irgendein Bösewicht spielt? Lol. Errungenschaft freigeschalten. Es geht voran. So. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir lang? Karte. Priester soll heute eintreffen. Oh, ich habe auch von ihm gehört. Er hat einen guten Ruf. Mhm. Der ist der Böse. Leute sagen, er könne jede Krankheit heilen. Was? Man sagt, er soll umherreisen. Ich hörte, er kommt hierher, um nach etwas zu suchen. Euren Seelen? Er ist gerade vorbeigekommen. Wo ist er? Ist er das wirklich? Er sieht viel zu jung aus. Verfügt er wirklich über Heilkräfte? Er sieht eher schwach aus. Papa, wer ist das? Ein sehr berühmter Priester. Also wenn ich ehrlich sein darf, mich huppt das Spiel gerade überhaupt nicht. Ich danke euch vielmals für diesen herzlichen... Es ist so vorausschaubar, so flach und ziemlich schlecht. Die Synchronisation ist... Sorry Leute, aber ich werde es nicht weiterspielen. Ja, ja, natürlich. Und ich muss ihn retten, weil er zu schwach ist. Natürlich. Es ist so dermaßen langweilig. Sorry, aber ich spiele es definitiv nicht weiter. Nee, sorry Leute. Also, ich bin da raus. Ich beende den Stream für heute, Leute. Warte. Ja. Könnt ihr bitte ruhig sein, wenn ich eine Abmoderation starte? Stirb doch bitte leise, danke. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir raiden noch jemanden. Ich werde noch dem nächsten passendes Statement dazu rausgeben, aber die liebe Twinkie-Dinkie könnte ich euch wohl bei raiden. Da auch könnt ihr auch mal ganz doll einen nicen Follow und einen nicen Hallo da lassen. Die spielt nämlich gerade Valorant. Na, jetzt sollte man sich auch nicht verschreiben. Das wäre auch nochmal ein... Ah, okay. Was mache ich denn da? Also, wie gesagt, wir sehen uns dann morgen wieder zu Satisfactory oder Minecraft. Ne? Bis denn.